Ja, auch Frankfurt von mir nochmal. Herzliche Grüße. Und hey, ist das nicht ein wunderbarer Tag? Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und der Herr hat, ich glaube, dass Gott etwas für uns hat heute. Ich habe ein sehr gutes, wichtiges Thema. Und es trägt den Titel, wie kann ich Gottes Stimme in meinem Alltag hören? Okay? Wir alle treffen Entscheidungen. Es gibt so viele Entscheidungen, die wir treffen müssen. Aber es geht ja immer darum, die richtige Entscheidung zu treffen. Ja? Denn jede Entscheidung hat ihre Konsequenz. In welche Schule soll ich mein Kind schicken? Soll ich diese Person wirklich heiraten? Wohin soll ich ziehen? Bin ich wirklich auf der Spur geraten in meinem Leben? Das sind Fragen, die können einen schon ein bisschen unter Druck bringen. Ich glaube, dass der himmlische Vater nicht möchte, dass wir unter Druck sind. Und es gibt eine Kernaussage im Jakobus. Jakobus sagt, dass ein unentschlossener Mensch unbeständig ist auf all seinen Wegen. Also, wenn ich manchmal kompetente Beratung brauche, rede ich zu mir selber. Ja. Nein, wenn ich kompetente Beratung brauche, ist es ein bisschen anders, dann wende ich mich an Gott. Wir sind auf einer Lebensreise und Gott hat uns drei Dinge für diese Lebensreise mitgegeben. Das erste, was er uns gibt, ist die Landkarte. Die Landkarte ist die Bibel. Die Bibel ist das Wort Gottes, ein Licht auf unserem Wege, okay? Und das zweite, was er uns mitgibt, ist ein Kompass. Und der Kompass ist dein Bewusstsein, mein Bewusstsein, hilft bei der Orientierung. Das dritte, was er uns mitgibt, ist ein Reiseführer, ein Guide, eine Persönlichkeit, die uns an die Seite gestellt ist, die uns hilft, den Weg zu finden. So, es ist doch eine super Sache, wenn du einen persönlichen Reiseführer hast in einer Stadt, die du nicht kennst, ist 10-mal besser wie die Karte, okay? Du hast die Person, sie ist dabei. Und dieser Reiseführer ist niemand anderes wie der Heilige Geist. Jesus hat gesagt, in dem Moment, wo du zum Glauben kommst, zu Gott, Jesus benutzt einen Begriff, er sagt, von neuem geboren wird, dann wird der Heilige Geist in dir einziehen und er wird es von dem Meinem nehmen und er wird es euch verkündigen und er wird euch leiten. In Römer 8, Vers 14 heißt es, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. Okay? Also ein Kriterium der Gotteskindschaft ist, dass wir uns von ihm leiten lassen. Und in Johannes 10, Vers 27 bestätigt Jesus diesen Fakt. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Er sagt nicht, meine Schafe müssen lernen, meine Stimme zu hören und zu verstehen. Mit anderen Worten, vertrau mir, ich rede zu dir und du wirst meine Stimme hören. Du kennst vielleicht Christen, die besonders gut die Stimme Gottes hören. Ich war neulich sehr beeindruckt von einem jungen Mann, 21 Jahre. Er im Gespräch, was er führt mit Menschen, ist er online und er hört. Und die Aussagen Gottes kommen mit rein und das ist einfach eine super Sache. Ich möchte diesen Reiseführer, von dem ich hier rede, dem Heiligen Geist, mal vergleichen mit einem GPS. Ich sag dir, das beste GPS nützt dir nichts, wenn das Auto stillsteht. Okay, vergleichen wir uns mit dem Auto und Gott fährt kein geparktes Auto, okay? Und der Ort des Stillstandes ist vielleicht dann gegeben, wenn das Navi auf Null geschaltet ist, wenn wir zum Beispiel Menschen nicht vergeben oder wenn wir überhaupt nicht in Hörweite zu Gott sind. Ich möchte drei Bereiche mal benennen, die das Hören der Stimme Gottes erheblich ausbremsen können. Erster Punkt, wenn ich einer Kultur folge, die Gott nicht folgt, ist mein Navi auf Standby. Okay? Ganz einfach, man kann nicht in zwei Richtungen gleichzeitig fahren. Die Bibel sagt, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Ich möchte aus 2. Mose 23, Vers 2 vorlesen, da heißt es, du sollst nicht der Menge folgen zum Bösen und sollst vor Gericht deine Aussagen nicht nach der Menge richten und das Recht beugen. Mit anderen Worten, folge der Masse nicht im falschen Tun, okay, im falschen Tun. Aber wenn sie es richtig gemacht, dann kannst du mitgehen, okay, folge ihnen nicht beim Falschen. Wir sagen, wenn jeder es macht, dann ist es doch okay, dann ist es doch richtig. Ja? Wenn es doch legal ist und erlaubt ist, ist es doch gut. Ich sage mir, wenn du dem Heiligen Geist folgen willst, dann ist es wichtig, dass wir einer Kultur folgen, die auch ihm folgt. Die meisten Menschen treffen eine Entscheidung auf der Basis von
akzeptiert sein. Also wenn ich der Einzige bin, der das nicht mitmacht, habe ich ein dickes Problem, emotional, okay? Das ist der Punkt. Es gibt Magazine, die dir beibringen und dir kannst du kaufen und die sagen, was in ist und was out ist und welche Klamotten du tragen sollst und welche du nicht tragen solltest und welche Wörter du benutzen darfst und welche Wörter du nicht benutzen darfst, wie du hundertprozentig politisch korrekt in dieser Zeit sein darfst. Hey, das erzeugt eigentlich nur den Druck der Kulturkonformität und du kannst nicht voll angepasst einem solchen Diktat folgen und gleichzeitig vom Heiligen Geist geleitet sein. Das wird sich manchmal ausschließen. Ich möchte dich ermutigen, denk nicht immer im Mainstream, okay? Wenn du diese Kultur adaptierst, dann kannst du sehr häufig nicht mehr die Stimme Gottes hören. Ich muss eine Entscheidung treffen, möchte ich populär in dieser Welt sein oder möchte ich dem Willen Gottes folgen? Und es heißt in Römer 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, okay, nicht angepasst, normativ angepasst, sondern geht durch einen Prozess der Transformation des Umdenkens, damit ihr prüfen möget, was sollt ihr prüfen, was der Wille Gottes ist. Was ist der Wille Gottes? Drei Dinge, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene, okay. Gottes Wille ist immer gut und wird sich immer, auch in den gesellschaftlichen Kontext, positiv auswirken. So, was heute in ist, ist in 3-4 Jahren schon out. Ja? So, das heißt, wir programmieren uns das 40 Jahre zu halten und wir leben in einer Gesellschaft, die sich permanent im Wandel befindet. Die Kultur befindet sich im Wandel, das Denken befindet sich im Wandel, die Philosophien befinden sich im Wandel und nichts wird bleiben. Im 1. Johannes 2, Vers 17, da steht, was bleibt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Da haben wir es. Wer handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Das ist eigentlich eine gute Sache. So, und die Geschichte zeigt uns doch, unsere Geschichte, unsere deutsche Geschichte zeigt uns doch, dass Massen einem Mann gefolgt sind. Ja, und wir reden von der Nazi-Zeit. Es war eine Katastrophe. So, das Navi springt nicht an, wenn wir uns von einer falschen Kultur leiten lassen und gleichzeitig Gott folgen wollen. Das funktioniert einfach nicht. Aber das Gute ist, wenn du von Gott geleitet wirst, wirst du benutzt, um in die jeweilige Kultur reinzuwirken. Ja, das ist eine wichtige Sache. Zweiter Punkt. Wenn meine engsten Freunde und meine Vorbilder nicht von Gott geleitet werden, muss ich eine Entscheidung treffen, folge ich meinen Freunden oder folge ich Gott. Ja? Ich sag mal, wenn du es allen richtig machen willst, du kannst nicht jedem alles sein. Es geht nicht, ja. Dann drehst du am Ende durch. Ehrlich gesagt, du bist nicht ganz dicht, ja. Du bist offen in zu vielen Seiten und wenn du hier oben überall offen bist, dann plumpst dir irgendwann da was raus und du hast ein Problem. Also, das Problem ist ein Stück weit, warum Menschen blockiert sind, ist Peer Pressure, ist der Gruppendruck, ist der Konformitätsdruck, ist der Anpassungsdruck in dieser Gesellschaft und es gibt so viele falsche Ratschläge. Jeder kann ein Blogger sein, jeder kann seinen Blog da aufmachen und Dinge erzählen. Und ich habe neulich selbst nicht mal in einem Blog in der Zeitungs-App einfach einen Artikel gelesen. Und der großartige Tipp des Tages war, hey, wenn du einen Seitensprung begehst, das belebt einfach deine Beziehung. Du musst nicht alles glauben, was du liest, okay? Das ist einfach wichtig. Und der dritte Bereich ist, wenn du zum Beispiel Sternen folgst oder dem Horoskop folgst oder der Kristallkugel folgst für die Zukunft, wirst du nicht erleben, dass dieses innere Navi-System, von dem ich rede, dieses innere GPS anspringen wird. Es wird nicht anspringen. Aber wie schalte ich jetzt mein GPS ein? Ganz einfach, es ist so einfach zu sagen, ich möchte deine Stimme hören. Und das wird es deutlich zum Ausdruck bringen. Ich habe das vor 40 Jahren so intensiv gemacht. Ich habe mehrere Spaziergänge gehabt und habe gesagt, du musst zu mir reden. Ich möchte wissen, warum ich da bin. Und wenn wir es ernsthaft aussprechen, wenn wir es nicht ernsthaft formulieren, wenn da nicht ein gewisser Nachdruck drin ist, woher soll denn Gott wissen, dass es uns ernst ist mit diesem Thema? Ja? Aber wenn wir es machen, dann sagen wir, Heiliger Geist, sei du mein Guide, sei du die Person, die mich leitet. Und dann redet die Bibel von einem Wandel im Geist. Jetzt wird es interessant, ich lese mal eine kleine Passage vor, ihr seht es hinter mir. Galater 5, Vers 16 bis 18, da heißt es, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen,
dann werde ich nicht mehr den Begierden eurer eigenen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Beide Seiten liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Guter Aspekt. Aber gehen wir noch eine Stufe davor. Also hier ist die Rede von einem Konflikt, von zwei Seiten. Luther hat das ein bisschen anders übersetzt, für mich ein bisschen einfacher. Er sagt, wandelt im Geist, so werdet ihr die Werke des Fleisches oder diese destruktiven Bedürfnisse nicht vollführen. Wir leben normalerweise so nach dem Prinzip, dass wir sagen, hey, ich wandle nicht im Fleisch, ich muss das Ganze bekämpfen, ich muss meine ganze Energie da reinstecken. Und wenn ich es dann geschafft habe, dann wandle ich im Geist. Völliger Blödsinn. Die Bibel sagt, wandel zuerst im Geist, dann ist es leichter, weil dann gehst du hier mit Gott zusammen, mit seinen Ressourcen und dann ist es leichter, diese Dinge zu überwinden. Die Frage ist, wie wachsen wir? Wir werden wachsen im Hören der Stimme Gottes, wenn wir einen Schritt nach dem anderen befolgen. Was nützt dir dein bestes GPS, wenn du in einem Zustand des Stillstandes bist, wenn das Auto geparkt ist? Und hier kommt der Punkt, während wir starten, während wir losgehen, wird die Stimme Gottes anfangen zu reden. Also ich will mal ein paar Beispiele aus meinem Leben geben. An einem Morgen bin ich aufgewacht und dann habe ich innerlich mit Gott gesprochen, habe gesagt, Gott, gibt es irgendwas, was du mir sagen möchtest für den heutigen Tag? Und ich hörte, dass er gesagt hat, Andreas, heute wird dich eine Person verletzen. Und ja, es war dann 4 Uhr, als es dann wirklich passiert ist, okay? 4 Uhr bin ich verletzt worden, 4 Uhr nachmittags, aber ich konnte viel entspannter mit der Situation umgehen, weil ich ja vorbereitet war. Ich wusste, dass etwas kommen würde. Und dann, als es passiert ist und vorbei war, habe ich gesagt, Heiliger Geist, ich danke dir. Ich danke dir für deine Liebe, für die Vorbereitung, dass ich so gut damit jetzt auch umgehen konnte, ja? Es ist... Pass auf, dein inneres Navigationssystem springt in dem Moment an, wo du loslegst. Schau, Gott sagt zu Abraham, steht hier hinten, glaube ich, und Gott sprach zu Abraham, geh aus deinem Land, geh aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters, in das Land, das ich dir zeigen werde. Weißt du, und Abraham nimmt den ersten Schritt und Gott zeigt ihm den zweiten. Und dann nimmt er den zweiten Schritt und Gott zeigt ihm den dritten und irgendwann kam er da an. Glaub mir, er wusste nicht von Anfang an, wo sein Revier war. Ja? Ein zweites Beispiel finden wir im 1. Samuel 16. Gott spricht zu dem Propheten Samuel und sagt, Samuel, pass auf, geh in das Haus von Jesse. Einer seiner Söhne wird der nächste König sein. Saul habe ich schon mal innerlich abgehakt. Und Samuel geht in das Haus und dann sieht er die Söhne. Es sind 6 Söhne da und der Älteste ist imposant. Er ist groß, er ist intelligent. Er hat eigentlich alles, was eine Führungspersönlichkeit ist. Und er bewundert ihn schon. Und dann springt das innere Navi an. Es ist ja schon die ganze Zeit an. Aber eine Stimme sagt, hey, der Mensch schaut, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und in dem Moment wusste er, okay, der ist es nicht. Okay, wer ist der Nächste? Und er geht zum Nächsten. Und er merkt, boah, hier gibt es keine Übereinstimmung, hier gibt es keine Resonanz. Der ist es nicht. Und dann geht er alle 6 Söhne durch, die in dem Moment im Haus sind. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn du die Stimme Gottes hörst, also mir würde es so gehen, an der Stelle würde ich anfangen, mich am Kopf zu kratzen und zu fragen, habe ich falsch gelegen? Ja? Und, aber er sagt dann zu Jesse, sag mal, hast du nicht noch einen Sohn? Und Jesse sagt, ja, ich habe da noch diesen kleinen, aufgestumpften draußen bei den Schafen, mit dem Sommersprossengesicht, den er nicht besonders geschätzt hat. Und es war David. Und als David durch die Tür kam, sprang das Navigationssystem an und sagte, der ist es, salbe ihn, er ist der neue König, mit ihm werde ich Geschichte machen. Wisst ihr, Gott hätte ja auch gleich sagen können, du, Samuel, er heißt David und ist draußen bei den Schafen, sparst dir die ganze Zeit. Ja? Aber Gott hat seine Ideen, warum er manchmal diese Sache Schritt für Schritt macht, dass wir einfach eine Sicherheit auf der Zielgeraden eben kriegen. Als ich mich
ich denke, ein Dreivierteljahr vorbereitet habe für einen Heilungsgottesdienst. Und da war ich auch im Gebet und natürlich habe ich auch gehört. Und dann hörte ich die innere Stimme, die sagte: Andreas, ich werde eine Tür öffnen für den Heilungsgottesdienst. Ich sage, ja, okay. Und habe das so registriert und du packst das erstmal auf die Ablage, alles schön und gut. Und dann kriege ich ein Telefonat von jemandem aus der Gemeinde. Und die Person sagt, du, was hältst du davon, wenn wir den Heilungsgottesdienst direkt nach Pakistan übertragen? In dem Moment wusste ich, das ist die Tür, okay? Dann haben wir nur noch einen Übersetzer organisiert und die Tür war offen. Ein Monat später, ich bin im Gebet, ich höre das Gleiche wieder. Ich höre, Andreas, ich werde heute nochmal eine Tür aufmachen. Wirklich? Hast doch als letztes Mal eine aufgemacht. Ja, und dann kam wieder der Anruf und dann ging es um die Arabischen Emirate. Ja, so ging es weiter. So, Gott redet zu uns und neulich war ich unterwegs in einer Gemeinde und wir hatten eine Heilungsveranstaltung und dann stellen die Leute die Frage, sag mal, wie machst du das? Also dieses, du fängst ja irgendwie an, aber es gibt zwar irgendwie ein Konzept im Hintergrund, aber eigentlich, du pickst eine Person raus, du betest dafür, wie läuft das? Und dann habe ich das erklärt, es ist eigentlich so, am Anfang bin ich ein geparktes Auto, es läuft gar nichts. Aber in dem Moment, wo ich den ersten Schritt mache, im Vertrauen auf Gott, kommt die Inspiration, kommt die Leitung und das geht dann manchmal hier bei unseren Gottesdiensten fast 3 Stunden und am Ende hast du ein gutes Ergebnis, weil du ihm gefolgt bist, weil diese Stimme dich leitet und das ist einfach eine super Sache. Wandeln im Geist heißt, ich bleibe in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Ihr Lieben, das kann uns helfen, Suchtmomente zum Beispiel zu überwinden. Also sagst, was für eine Sucht, ja, Essenssucht, Pornosucht, was gibt es noch für eine Sucht, Alkoholsucht. Lass uns mal die Pornosucht. Jemand ist pornosüchtig. Das Wandeln im Geist, wenn ich probiere, in meiner eigenen Energie zu laufen, kann ich mich zusammenreißen, ich werde es vielleicht bis auf einen bestimmten Punkt schaffen, aber nicht so. Wenn ich im Geist wandle, mit im Heiligen Geist unterwegs bin, geleitet bin, wird der Heilige Geist mich so leiten, dass das Thema so angegangen wird, dass es an der Wurzel angegangen wird und nicht oben am Laub. Okay? Am Baum, der Baum wird richtig an der Wurzel angegangen und er leitet dich und er sagt, pass auf, so und so solltest du mit deinem Partner umgehen, auf das und das solltest du dich konzentrieren und übrigens schau mal hier rein und ich werde zu dir sprechen und vielleicht leitet er uns zu einer Person, die uns noch berät oder was auch immer. Ich habe erlebt, dass Menschen, die geleitet wurden vom Geist Gottes, runtergekommen sind von den verschiedensten Suchtmomenten. Weil der Geist Gottes, wenn wir im Geist wandeln, wir die Kraft kriegen, diese Dinge sozusagen zu überwinden. Ja? Und vielleicht sagst du, Gott, ich suche einen Ehepartner. Und dann machst du es so, du schlägst die Bibel auf, okay, zack, Finger drauf, okay, was lese ich da? Und der Herr gab eine große Dürre. Oh, okay. Groß und dürr. Ja. Da werde ich jetzt ausgerichtet. Ja. Verstehst du? Und das kann es nicht sein. Aber was der Geist Gottes macht, er wird dich leiten, weil du von ihm geleitet wirst, Schritt für Schritt für Schritt. Und du kriegst eine größere innere Sicherheit. Das ist die Person. Oder wenn du aber auf ihn nicht hörst, dann kannst du beziehungsmäßig bei deiner Entscheidung falsch abbiegen. Und dann hast du natürlich eine Suppe nachher auszulöffeln und das könnte unter Umständen katastrophal sein. Da kann man sich viele Probleme sparen. In Johannes 14, Vers 26 und 27 sind 2 Verse, die uns richtig was lernen. Und zuerst mal Vers 26, da heißt es, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Merkt euch mal einfach diesen Satz, er wird uns erinnern an das, was er uns gesagt hat. Und übrigens, Gott führt dich nicht in Dinge, die nicht sein Wille sind. Gott wird dich niemals leiten in Ehebruch rein. Das ist nicht der Heilige Geist, okay? Gott wird dich niemals leiten in ein Verbrechen rein. Gott wird dich niemals leiten, andere Leute über den Tisch zu ziehen. Gott würde dich niemals leiten, ein notorischer Lügner zu werden. Das passiert nicht. Ja? Das wird nicht passieren. Und übrigens, Gott braucht dir das auch nicht zu sagen, weil es steht alles schon hier drin. Okay? Es steht da drin, wenn du den Willen Gottes suchst, ist in seinem Wort. Du findest nicht den Namen deines Ehepartners hier im Wort, aber du findest all die Regeln und die Prinzipien, die wichtig sind für eine gute Partnerschaft in seinem Wort.
okay? Du sagst, ich will den richtigen Partner. Gott sagt, das ist nicht die richtige Aussage, sondern frag dich, wer kannst du sein als richtiger Partner? Okay, was macht mich zu einem richtigen Partner? Und du findest die Antworten hier. Schaut, viele Leute suchen etwas in den Wolken, was Gott uns schon längst in Schriftform, in gedruckter Form, in Buchform gegeben hat. Okay, es ist alles da. Das Allermeiste ist da. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, dass der Heilige Geist uns erinnert an das, was Gott schon gesprochen hat. Schau, wenn du dieses Buch nicht liest, hat der Heilige Geist nichts, woran er dich erinnert. Ist nichts da. Ist nichts da. Es fehlt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zurückkommen. Wir haben ja diese wunderbare Serie von vor 14 Tagen. Die Wichtigkeit, das Wort Gottes zu lesen und aufzunehmen und informiert zu sein. Warum? Damit der Heilige Geist etwas hat, woran er mich erinnern kann im richtigen Moment. So, und außerhalb des Wortes Gottes redet Gott ja auch zu uns. Ich habe ja schon ein paar Beispiele gebracht. So, wenn Gott zu uns redet, dann nennen wir das Inspiration. Wenn der Teufel zu uns redet, nennen wir das Versuchung. Und wenn wir zu uns reden, nennen wir das blöder Unsinn. Nein, Gott hat dir und mir den Verstand gegeben, den sollen wir nicht an der Garderobe abhängen. Er hat eine wichtige Funktion. Und in Johannes, jetzt kommen wir zum nächsten Vers, Johannes 14, 26 haben wir eben gelesen, also dass der Heilige Geist uns erinnert. Vers 27, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Und ich gebe euch meinen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Jesus hat so häufig gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Also, ich sag dir mal was, wenn du keinen Frieden hast über der Sache, unterschreib den Vertrag nicht. Wenn du keinen Frieden hast darüber, diese Person zu heiraten, heirate sie nicht. Wenn du keinen Frieden hast, dieses Haus zu kaufen, kauf es nicht. Okay? Lass dich vom Frieden leiten. Ja? Ich habe eins gelernt zu beten, immer wieder. Wenn ich den Willen Gottes nicht genau gekannt habe oder erkennen konnte, dann habe ich gesagt, Gott, lass deinen Willen an mir wachsen. Lass alles kollabieren und wegbrechen und wegdiffundieren, was nicht dein Wille ist. Dein Wille soll an mir wachsen. Und er leitet uns durch den Frieden. Ich habe einmal ein ganz tolles Angebot gekriegt von jemandem, wirklich ein großzügiges Angebot. Die Person sagte, Andreas, ich zeige dir einen Weg, ich gebe dir einen Weg, eine Möglichkeit, wie du viel Geld generieren kannst für kraftvoll Leben, für unsere TV-Arbeit. Das war sehr imposant, aber weißt du was? Ich hatte hier keinen Frieden. Keinen Frieden. Also habe ich mich einfach bedankt für das großzügige Angebot. Und ich wäre in eine falsche, manipulative Abhängigkeit reingekommen, wie ich später herausgefunden habe. Es wäre schrecklich gewesen und ich bin so froh, dass der Friede Gottes uns leitet. Ja? Und der Friede Gottes ist in dir und vielleicht ist der Stress um dich herum, aber du wirst geleitet werden durch den Frieden. Und wenn du mal falsch abgebogen bist, dann machst du einen U-Turn. Und gehst wieder zurück zum Ausgangspunkt und fragst ihn, wo hast du das letzte Mal zu mir geredet und greifst das einfach auf. Ja? Wenn ich den Willen Gottes nicht kenne nochmal, dann bete ich, Herr, dein Wille soll wachsen, alles andere soll sterben. Zweitens, leite mich durch deinen Frieden. Drittens, gib mir eine Bestätigung, vielleicht durch ein Wort oder durch andere Menschen. Du hast so viele Wege, wie du zu mir reden kannst und wie du das bestätigen kannst. Vielleicht zwei oder drei Zeugen, die das noch bestätigen. Dann bin ich einfach sicher. Aber auf jeden Fall, leite mich durch deinen Frieden. Und sobald du spürst, dass da ist was faul, ja, der Heilige Geist arbeitet auf der Ebene der Intuition und hilft uns. Einige denken, wenn Gott mich leitet, dann kommt er so, dann pusht er, dann ist das so ein Druck, dann ist das so schwierig. Ich sag dir, der Teufel pusht, der Teufel macht Druck. Die Dämonen arbeiten hart an den Menschen, aber der Heilige Geist ist ein Gentleman. Gott gibt uns einen freien Willen. Und das ist ja Liebe. Liebe ist immer die Möglichkeit, die Option dir zu geben, ja. Und ein freies moralisches Wesen, was entscheiden darf, darf entscheiden, weil es aus Liebe geschaffen wurde. Das ist unser Schöpfer, ja. So. Wenn dein Navi öfters eingeschaltet ist und du öfters innerlich hörst, wirst du auch im Atmosphärischen die Dinge besser wahrnehmen. Du erfüllst gewissermaßen Dinge. Du redest mit einer Person und auf einmal, die Person wirkt sicher, alles wirkt stabil, aber innerlich spürst du, da ist ein Schmerz in der Person. Und du stellst eine Frage und sagst, sag mal, gibt es da etwas, was dir
richtige Probleme macht im Moment und die Person fängt an zu weinen und du weißt, ja, der Impuls hat gestimmt, der Impuls war richtig. Ein anderer Weg zum Beispiel, was ich häufig erlebe im Bereich körperlicher Heilung, wenn ich für Kranke bete, wir nennen es das Wort der Erkenntnis, es ist genau die gleiche innere Stimme, die kann sich aber ganz anders ausdrücken. Ich drücke es mal so aus. Wenn du einen Schmerz in deinem Körper spürst, der nicht dein Schmerz ist, könnte das ein Wort der Erkenntnis sein. Das heißt, ich spüre Rückenschmerzen zum Beispiel und eine Person steht vor mir und ich weiß, der Schmerz ist nicht die ganze Zeit bei mir da, das ist jetzt gerade reingekommen, ich lasse mich leiten. Ich frage die Person gegenüber, hast du Rückenschmerzen? Die Person sagt, ja, ich habe Rückenschmerzen. Dann bete ich für die Person sagt, die Schmerzen sind weg und es war ein Geleitetsein auch über deinem Körper. Der Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, also auch empfänglich, Impulse zu kriegen. Ich nehme noch ein drittes Beispiel. Vor einiger Zeit war ich in einem Gebetsspaziergang und ich habe einfach das Gesicht einer Person gesehen aus der Gemeinde. Ich hatte auch gerade für die Gemeinde gebetet und dann fragte ich einfach weiter Gott, was mache ich jetzt damit? Und wenn du fragst, kommen immer mehr Antworten. Und dann habe ich einfach so vernommen, schick eine WhatsApp zu der Person. Und dann habe ich das Ganze so eingeleitet, indem ich gesagt habe, du pass mal auf, ich bin hier auf dem Gebetsspaziergang, ich habe gerade habe dein Gesicht gesehen auf dem Bildschirm und ich habe einfach den inneren Impuls, dir etwas sagen zu sollen. Und wenn es dir etwas sagt, dann nimm es und wenn es dir nicht sagt, hau es in die Tonne. Wir gehen ganz locker damit um, ja. Und dann habe ich es reingesprochen, was ich gekriegt habe und es war folgendes, ich habe dich nicht vergessen, meine Hand ist auf deinem Leben, sei nicht verzweifelt und so weiter. Ich bin der Herr, dein Gott und ich werde Dinge ebnen. Ja? Und als ich das draufgesprochen hatte, so sinngemäß und abgeschickt habe, der erste Gedanke, der in den Kopf kommt, was für ein Blödsinn hast du da gemacht? Ja? Was für ein Blödsinn? Und ich sage euch was, meistens ist der erste Impuls der richtige. Fast zu 100%, wenn du diesem inneren Impuls folgst, meistens ist der erste Impuls der richtige. Und alles andere, da haftet sich schon so viel Zweifel dran. Und die Person hat dann angerufen und hat gesagt, Andreas, du glaubst gar nicht, wie wichtig das jetzt für mich war, dass ich das gehört habe. Ich frage schon die ganze Zeit Gott, ich brauche ein Zeichen. Du weißt gar nicht, es bedeutet mir mehr, wie du jemals jetzt denken kannst, ja. Und du weißt, okay, super, dann habe ich einen kleinen Impuls empfangen und weitergegeben. Und so ist es mit Gott. Gott hat Aufträge für uns. Wisst ihr, dass wir einen Auftrag haben? Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Aber auch da ist es gut, geleitet zu sein. Nicht einfach nur immer rauszuballern, sondern einfach zu fragen, ist das jetzt der richtige Moment? Und Gott sagt nein. Und dann ein anderes Mal, wo du denkst, hey, das ist aber völlig ungünstig, sagt er, jetzt ist aber die Ampel auf grün geschaltet. Gib Gas, sprich. Und dann ist ein Segen da von Gottes Seite her. Also wir haben gelernt, Gott leitet kein geparktes Auto. Wir haben gehört über die Dinge, die uns da ausbremsen. Und unser Thema heute ist einfach ganz einfach, wie kriege ich mein Auto flott? Wie kriege ich mein Auto flott? Wie kann ich die Stimme Gottes hören? Wie kann ich das himmlische GPS einschalten? Und ich sage dir so einfach, sag Gott, ich ordne mich dir unter, Heiliger Geist, ich möchte von dir geleitet sein, sei du mein Guide. Amen. Amen. Jetzt, wenn man so etwas hört und du hast ein paar Dinge mitgekriegt, ist ja für mich das Entscheidende, wir müssen es anwenden, okay? Was nützt einem die beste Wahrheit, wenn man sie nicht anwendet? Und deswegen habe ich drei Action Steps, ja, auf Hochdeutsch, hier festgehalten. Und den ersten könnt ihr da lesen. Die erste Frage lautet, bin ich ein geparktes Auto? Bin ich am Ort des Stillstandes, ja oder nein? Und wenn ja, was muss ich tun, um das innere Navigationssystem, den Heiligen Geist, freizuschalten, um ihn besser zu hören? Und möchte ich ermutigen, schließ einfach mal für einen Moment deine Augen, denk über diese Frage nach, überleg mal, gibt es da etwas, was ich freischalten könnte, ein Hindernis, was ich aus dem Weg räume, jetzt im Stillen, im Gebet, und dann geh das einfach an.
Der zweite Schritt ist diese bewusste Entscheidung. Die bewusste Entscheidung zu sagen, Gott, ich möchte mich leiten lassen von dir. Heiliger Geist, sei du mein Guide. Und ich möchte euch einfach anleiten in einem Gebet, so wie ich es auch jetzt machen würde und wie ich es schon oft gemacht habe. Und du kannst es einfach nachsprechen. Leg einfach Nachdruck rein, das ist das Entscheidende. Und danach werde ich beten, dass Gott etwas freischaltet, auch eine prophetische Dimension über Leute, dass Menschen etwas sehen können. Und lass uns einfach aussprechen. Gott, ich möchte von dir geleitet sein. Heiliger Geist, sei du mein Reiseführer. Vater im Himmel, im Namen Jesu bitte ich, öffne mir die Augen, dass ich sehe, was du vorbereitet hast. Öffne mir die Ohren, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Ich stelle dir auch meinen Körper zur Verfügung, um wahrzunehmen an ihm, wie du sprichst. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du kommst mit deiner übernatürlichen Befähigung und dass du heute Augen und Ohren öffnest, dass wir hören und sehen. Und wir danken dir für deinen Zuspruch, dass du gesagt hast, meine Schafe hören meine Stimme. Wir sind in der Lage, deine Stimme zu hören. Aber ich bitte dich einfach um eine prophetische Dimension, die freigeschaltet wird über Menschen in dem Namen Jesu, die so deutlich wird, Herr. Und möge es freigeschaltet sein in den Träumen, in der Wahrnehmung über dem Körper, über der prophetischen, ja, Eindrücke, Bilder, Vorstellungen, Worte, die Menschen sehen. Vater, wir danken dir, dass du deine ganz spezifische Art hast, zu jeder Person zu reden, in Jesu Namen. Jesu Namen. Das möchte ich auch nochmal erklären. Weißt du, zu mir redet er vielleicht anders wie zu dir, aber er hat immer seinen persönlichen Sprachcode und du musst wissen, du verstehst ihn, okay? Weil er dich kennt. Du verstehst ihn. Und jetzt kommt der dritte Punkt und das ist gewissermaßen, ich habe in der Schule Hausaufgaben immer gehasst, aber ich hoffe, ihr seid anders drauf. Ja, es ist einfach eine Anregung für die kommende Woche, dass du dir bewusst mal Zeit nimmst, freischaltest, eine Entscheidung triffst, ich möchte 2-3 Mal die Woche mal mir bewusst Zeit nehmen, um Gottes Stimme zu hören. Und du kannst sie auf zweierlei Ebenen hören. Erstens, du nimmst das Wort Gottes und du liest. Und das Wort Gottes ist lebendig und wird inspiriert und es springt dich an, es kriegt Flügel, es kriegt Beine, es macht einen Mund auf. Ja? Wisst ihr was? Wenn ich die Bibel aufschlage, macht Gott seinen Mund auf. Jetzt hat er ihn zugemacht, okay? Jetzt hat er wieder aufgemacht, ja. Wenn ich sie aufschlage, spricht Gott zu mir, ja. Okay, und die zweite Ebene ist, wenn du nicht die Bibel liest in dem Moment, einfach unterwegs bist mit ihm, höre auf ihn. Ich mache das häufig so, wenn ich einen Gebetsspaziergang mache, ich erzähle erstmal, ich bete, ich bringe die ganzen Anliegen vor ihn und wenn ich durch bin, kommt meistens der Moment, sag, sorry, dass ich wieder so viel geredet habe. Aber jetzt möchte ich hören, was hast du zu sagen? Und dann redet er. Und dann redet er. Und dann ist es gut, wenn du etwas zum Schreiben dabei hast. Und ich habe meistens nichts zum Schreiben dabei, wenn ich im Freien bin. Also diktiere ich ins Handy rein. Ja? Es wird einfach festgehalten, was er gesagt hat. Und du wirst merken, dass in diesen Worten Power ist, weil meine Schafe hören meine Stimme. Amen. 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 Ich spüre aber ganz hier drin, dass Menschen da sind, die zuschauen, Menschen da sind hier im Raum, die sagen, ja, das hast du alles schön erzählt, Andreas, aber ich habe ja noch gar keine Beziehung. Und es ist mir völlig klar, wenn ich keine Beziehung habe, wie soll er denn zu mir reden können? Ich brauche also die Voraussetzung, dass Gott zu mir reden kann, indem ich in Partnerschaft zu ihm trete. Und ich sage, genau da möchte ich dir helfen. Und lass uns mal für einen Moment gerade die Augen schließen.
Und dieses Gebet, was ich jetzt vorspreche, und ich lade die gesamte Gemeinde ein, das mitzusprechen, ja, mach dieses Gebet zu deinem Gebet, sprich es einfach mit. Und dieses Gebet schließt einen Bund, eine Freundschaft, eine Partnerschaft mit dem Gott, der zu dir redet. Und zwar durch seinen Heiligen Geist. Und wenn dieses Gebet gesprochen ist, ist genau das passiert, was Jesus beschrieben hat mit, wer von Neuem geboren ist, der kann die Stimme des Heiligen Geistes hören. Und ab diesem Tag wirst du Gottes Stimme hören, wenn du dir die Zeit nimmst, auf ihn zu hören. Lass uns es einfach nochmal aussprechen. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein, komm in mein Leben, vergib mir all meine Schuld, reinige mich mit deinem Blut. Ich empfange jetzt im Glauben das ewige Leben, aber ich empfange jetzt im Glauben auch den Heiligen Geist. Heiliger Geist, komm und erfüll mich, leite mich in alle Wahrheit. Sei du mein Guide, mein Reiseführer, alle Tage bis zum Ende meines Lebens hier. Ich bekenne mit meinem Mund, was ich im Herzen glaube, dass ich jetzt eine Verbindung habe zu dir. Eine Freundschaft, eine Beziehung. Und dieser Bund gilt für die sichtbare und die unsichtbare Welt. Amen. Und übrigens, das ewige Leben beginnt ja bereits jetzt. Jetzt, wo du diese Beziehung hast, wird es dich tragen durch die Zeit, nicht nur bis zu deinem Ende. Der Heilige Geist wird sogar danach noch weiter da sein. Wir werden in Freundschaft und Partnerschaft leben. Es ist die beste Entscheidung, die du treffen konntest. Und ich gratuliere dir dazu. Ja.